Es war einmal ein heiliger römischer Kaiser bzw. ein römisch-deutscher Kaiser namens Sigismund. Eines Tages während eines Konzils wollte ein Kardinal sein Latein korrigieren. Anscheinend gab es einen Grammatikfehler. Es wird gesagt, dass er ein neutrales Nomen fälschlicherweise als feminin sagte. Ach du Scheiße. Kommt es bekannt vor für euch? Also sagte der Kardinal, das ist eigentlich neutral, Eure Majestät. Da antwortete Sigismund der Kaiser. Da macht er eine super Rede. Ich bin König der Römer und über der Grammatik. Einige Jahrhunderte später, Thomas Carlyle, ein schottischer Historiker, nannte Sigismund Super Grammatikam. Was für eine Mentalität. Scheiß auf die Grammatik, ich bin der Kaiser. Naja, für ihn war es nicht nur die Mentalität, denn er war wirklich ein Kaiser. Aber egal. Wie wäre es, ab und zu mal wie er zu denken? Oder wenigstens einmal unter den Millionen von Grammatikfehlern, die wir so machen. Ich bin über der Grammatik. Ich bin super Grammatiker. Das wär's mein Tipp des Tages.